Spätestens seit ChatGPT ist das Thema künstliche Intelligenz in aller Munde und jeder Mensch kann von zu Hause aus sich mit diesem Thema beschäftigen. In diesem Video sage ich dir, wie du als Unternehmer mit deinem Unternehmen und deinen Prozessen davon profitieren kannst, was die Entwicklung in diesem Markt betrifft. Mein Name ist Phil Posch, ich bin Gründer und Geschäftsführer der Posch Consulting GmbH. Wir beschäftigen uns mit dem Thema digitaler Vertrieb für B2B-Unternehmen, Hersteller, Händler und Dienstleister, die wir dabei unterstützen, im Internet sichtbarer zu werden und Anfragen mit ihrem Unternehmen zu generieren. Mit ChatGPT haben wir jetzt alle festgestellt, wie einfach es ist, mit künstlichen Intelligenzen zu arbeiten. Grundsätzlich können wir aber auch erstmal in einer Gesamtbetrachtung auf diesem Markt feststellen, dass das Thema künstliche Intelligenz eigentlich im weitesten nichts Neues ist. Du hast wahrscheinlich auch im Laufe der letzten Jahre mit daran teilgehabt, diese künstlichen Intelligenzen zu erziehen, indem du zum Beispiel Google regelmäßig das Feedback gegeben hast, ob du bei dieser kleinen Auswahl von 6 Bildern das Fahrrad erkennst, die Lokomotive erkennst oder andere Bilder, wie zum Beispiel die Ampeln. Das waren Möglichkeiten, die Google genutzt hat, um zu sagen, wie erziehe ich denn eine Intelligenz, gewisse Muster zu erkennen und helfe meinem Algorithmus dabei, für die Zukunft genau diese Dinge eigenständig zu erkennen. Im Bereich der künstlichen Intelligenzen gibt es ganz verschiedene Modelle. So zum Beispiel Sprachmodelle wie ChatGPT, die dir Antworten geben, wenn du Fragen stellst, aber auch auf Befehle Inhalte für dich explizit zusammenstellen. Darüber hinaus gibt es aber auch künstliche Intelligenzen, die dir zum Beispiel Bilder erstellen. DALL-E und Midjourney sind sehr bekannte Modelle, die sich aktuell durchsetzen, den du mit Befehlen sagen kannst, ich möchte ein Bild von einer Glasflasche, die auf einem Konferenztisch steht, in einem Konferenzraum, der, weiß ich nicht, schöne Bilder an der Wand hat oder sowas. Und du wirst sehen, die Bilder sind schon sehr, sehr gut. Diese künstlichen Intelligenzen interpretieren und analysieren vorhandenen Inhalt, um dir eben neue Inhalte zu erstellen, zu kreieren und genau das zu produzieren, was du benötigst. Und wir sind mittlerweile an einem Punkt, dass eben auch diese künstlichen Intelligenzen schon zusammengeführt werden. Es gibt zum Beispiel eine App, eine künstliche Intelligenz wie Tome, mit der du Online-Präsentationen erstellen kannst. Das heißt, du gibst ein Thema vor und dieses Thema könnte dann zum Beispiel lauten Mitarbeitergewinnung im Bereich B2B-Industrie und siehe da, diese künstliche Intelligenz verknüpft ChatGPT und DALL-E oder Midjourney in dem Fall, um eine Präsentation zu erstellen, in der über dieses Thema gesprochen wird, in dem Präsentationsfolien erstellt werden und dann an der Stelle eben auch die richtigen Bilder schon ergänzt werden. Das sind Beispiele zu diesem Zeitpunkt jetzt aktuell im Februar 2023. Ich glaube, dass wir innerhalb der nächsten Wochen und Monate ganz exponentielles Wachstum hier feststellen werden. Wenn wir jetzt über dich und dein Business sprechen, dann ist es eine wunderbare Chance, um mal zu hinterfragen, an welchen Stellen habe ich denn Fleißarbeit, die möglicherweise durch die KI nicht nur ersetzt, sondern unterstützt werden können. Und genau das Thema ist in ganz vielen Unternehmen gerade ein ganz wichtiger, großer Wendepunkt, um einfach zu schauen, wie kann ich Prozesse smarter gestalten, wie kann ich Ergebnisse optimieren, wie kann ich in einem kürzeren Zeitfenster möglicherweise eben auch optimiert und prozessual besser mich aufstellen, indem ich diese künstlichen Intelligenzen nutze. Und bevor man jetzt eben die Hände über dem Kopf zusammenschlägt und sagt, oh Gott, wir werden alle durch KIs ersetzt, im besten Fall nutzt man eben die Zeit, die wir jetzt haben, um zu sagen, ich adaptiere vorhandene Möglichkeiten auf mein vorhandenes Business. Wie kann das konkret aussehen? Gerade im Online-Marketing fällt es mir natürlich sehr leicht, unterschiedliche Beispiele zu nennen, wie zum Beispiel Inhalte zu erstellen. Das heißt, du benötigst für deine Internetseite, für deinen Blog, für deine Social-Media-Profile Content, den irgendwer recherchieren, produzieren und veröffentlichen muss. Und gerade in den ersten Teilbereichen lassen sich natürlich diese künstlichen Intelligenzen sehr, sehr gut einsetzen und verwenden. Darüber hinaus gibt es natürlich viele Möglichkeiten, dass man auch unterschiedliche Teilgewerke miteinander kombiniert. Dafür gibt es Automatisierungssoftware, die ermöglicht, dass du sagst, okay, jemand in dem Bereich, der möglicherweise in einer Tabelle gewisse Daten pflegt, der löst automatisch eine Aktion aus, wie zum Beispiel, dass in einer KI ein Inhalt erstellt wird, der wiederum dann mit der nächsten Aktion eine Abteilung später diese Inhalte zur Verfügung gestellt werden, um sie da weiter zu verarbeiten. Das hört sich vielleicht für den einen oder anderen abstrakt an. Wir sind aber an einem Punkt, wo das mittlerweile nicht mehr bedeutet, dass du dich ganz intensiv mit dem Thema Programmierung auseinandersetzen musst, dass du dich ganz intensiv mit deiner IT hinsetzen musst, sondern indem du einfach vorhandene Tools nutzt, die es uns eben, wie gesagt, sehr einfach machen. Jetzt haben wir also über das Thema Inhaltserstellung gesprochen. Darüber hinaus gibt es aber natürlich auch noch die Möglichkeit, vorhandene Dinge zu optimieren.
oder auch eben aus Analysedaten zu lernen und zu interpretieren, um dann wiederum zu optimieren, was ja im Prinzip eine Schleife sein kann. Und genau da an der Stelle setzen wir eigentlich, wenn man so will, auch schon seit einer langen Zeit, gerade im Bereich Suchmaschinenoptimierung in unserer Agentur an, indem wir einfach schauen, was sind denn Dinge, die funktionieren. Und im Prinzip haben wir dieses Feedback aus den unterschiedlichsten Analysetools schon lange an der Hand, mit denen wir sagen können, wir identifizieren gewisse Mechanismen, ein Algorithmus erkennt ein gewisses Verhalten und aus diesem Verhalten können wir im Prinzip die Strategie adaptieren und für einen nächsten Prozess wiederverwenden, um zu sagen, der Algorithmus scheint genau das haben zu wollen. Und wie gesagt, das ist ein schönes Beispiel aus der Suchmaschinenoptimierung, wie man vorgehen kann. Ich glaube, manche Themen sind, wie gesagt, für viele klassische B2B- und Industrieunternehmen, mit denen wir in der Regel zusammenarbeiten, noch relativ weit weg, weil man bisher mit diesen Tools und diesen Möglichkeiten noch nicht gearbeitet hat. Für uns ist es gängige Praxis und auch für dich sollte das jetzt als Zeitpunkt in diesem Wendepunkt im digitalen Markt ein geeigneter sein, zu dem du dich einfach mal intensiv damit auseinandersetzen solltest. Das möchte ich dir tatsächlich ans Herz legen, denn die Chancen, die du hieraus ziehen kannst, sind immens. Nimm einfach mal das Beispiel Verkaufspsychologie, Verhaltensmuster von denjenigen, die etwas machen, wie zum Beispiel eine Anfrage über deine Internetseite stellen, reagieren auf einen gewissen Inhalt, dass man diese Daten verwendet, um zu sagen, das nehme ich jetzt genauso auf und das nehme ich genauso mit, um zukünftige Inhalte anzugehen. Es bringt nichts, dass auch als großer Fehler, wenn es um das Thema Inhaltserstellung mit KIs geht, nochmal zurück zum Anfang, wenn man jetzt einfach sagt, okay, da mache ich einfach viel, ich setze jemanden dran, der irgendwie 100 Blogbeiträge pro Monat produziert und richtig viel da rausballert, weil dieses Verhalten wird natürlich, davon können wir sehr stark ausgehen, in Zukunft auch abgestraft, weil woran liegt das? Dass natürlich die Algorithmen erkannt haben, bis hierhin bist du quasi unter dieser Flamme geschwommen und wenn du auf einmal so durch die Decke gehst, mit, ich sag mal, nicht sehr inhaltstiefem Inhalt, nicht sehr durchdachter Strategie, dann ist das eben eine Gefahr, dass du komplett negativ bewertet wirst. Und das ist eine Gefahr, die du auf jeden Fall vermeiden solltest. Es gibt grundsätzlich viele Fehler, die du machen kannst, wie zum Beispiel auch falsche Briefings aufzusetzen, die Inhalte der KI direkt so zu verwenden und Gefahr zu laufen, dass Google sie abstraft, so wie ich es eben schon beschrieben habe. Und wenn du diese vermeiden möchtest, wenn du vermeiden möchtest, dass du eher kontraproduktiv arbeitest und wenn du auf der anderen Seite schauen möchtest, wie du deine Prozesse smart gestalten kannst, wie das ganze Thema künstliche Intelligenz in dein Business optimiert und integriert werden kann, melde dich gerne dazu auf unserer Internetseite www.philprosch.de. Bis dahin.